Der Himmel über Naggaroth ist blutrot, denn die dunklen Götter sind zufrieden. Taurox, der Todesbulle aus lebendigem Messing, brachte in ihrem Namen Zerstörung. Doch die Blutbestie verlangt nach mehr. Die Götter des Verderbens versprechen ihrem Diener in einer Vision größere Belohnungen für eine dunklere Tat. Taurox muss sich einen blutigen Weg zum Herz der Dunkelheit bahnen, wo der bösartigste aller Herdensteine steht. Dort soll durch ein verdorbenes Ritual ewiges Blutvergießen über diese sterbliche Welt gebracht werden. Seit Jahrtausenden leisten die Echsenmenschen den Mächten des Chaos Widerstand. Wenige haben so viele Dämonen getötet wie Oxiotl, ihr fähigster Assassine. Ein Himmelszeichen warnt vor einem Schicksal von ungekannter Dunkelheit. Die Ersten blicken erneut auf ihren beispiellosen Champion. Aus dem Schatten folgt Oxiotl dem Ruf. Er hat die wahre Natur, den wahren Schrecken des entfesselten Chaos selbst erlebt. Er muss handeln, bevor alles verloren ist. Möge die Jagd beginnen. Der Messingbulle und der stumme Mörder eilen zum Herz der Dunkelheit. Dort wird das Schicksal allen Lebens entschieden. In den Schatten lauern die ewig wachsamen Ersten. Oxiotls Chaosinstinkte haben ihn an einen Ort uralter, namenloser Dunkelheit geführt. Wenn es ein Morgen geben soll, müssen die Tiermenschen getötet werden. Bereitet den Hinterhalt vor! Die abscheuliche Energie verlässt den zerbrochenen Herdenstein. Heute verliert das Chaos. Die Ersten haben gesiegt. Ihre Welt ist wieder sicher. Doch Oxiotl spürt eine neue Gefahr herannahen. Er ist an seine Pflicht gebunden. Sein Werk ist nie getan.